So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge täglich grüßt der Hundetrainer. Heute werden wir uns mal mit einem Thema auseinandersetzen, das nur 50% von euch direkt und die anderen 50% indirekt betrifft. Die Frage lautet, woran liegt es, dass manche Rüden dauergeil sind? Wie gehe ich damit um und was kann ich dagegen tun? Warum ich sagte, dass 50% von euch direkt betroffen sind, ist oder ja, betroffen sein könnten, ist natürlich, weil 50% von euch Rüden haben. Aber auch Besitzer von Hündinnen kennen einfach diese ja, überrattigen Rüden, die einem dann so hinterherrennen. Die kommen schon auf Kilometer dir entgegengerannt, nur um dann gleich auf deine Hündin zu klettern. Darüber wollen wir reden. Los geht's. So, also, zuallererst mal klären wir, was ich jetzt darunter verstehe, dauergeil zu sein. Blöd ausgedrückt, ne? Was ich darunter verstehe, wenn ich sage, ein Hund ist dauergeil, sagen wir es so. Woran das liegt, braucht man nicht ergründen, ne? Also, wir gehen ganz kurz darauf ein, logischerweise, aber es ist einfach, wie es ist, ne? So sind die Jungs. Und in einem gewissen Alter ist es für Jungs tatsächlich sehr schwierig. Das gilt für zwei als auch für Vierbeiner. Dann wollen wir darüber uns unterhalten, welche Auswirkungen das haben kann. Also wie weit geht das mit dieser Dauergeilheit? Und letztlich, was können wir dagegen tun? Und was ist so der Notfallplan, den ich immer haben kann? Zuallererst wollen wir nur ganz kurz auf die biologische Geschichte eingehen. Also es ist tatsächlich so, dass manche Rüden sexueller sind als andere. Das ist auf jeden Fall der Fall. Es gibt aber auch manche Rassen, die meiner Erfahrung nach sexueller sind. Ich denke da an so Großpudelrüden zum Beispiel. Die sind schon sehr, sehr, sagen wir es mal, romantisch. Die schlimmsten Hunde, die ich so in dem Thema in der Hundeschule jemals hatte, wo ich gesagt habe, alles klar, also der hat echt, da wo andere das Hirn haben, hat er nochmal ein paar Hoden. Das waren jeweils Terrier. Also ich kann mich daran erinnern, der Henry, das ging gar nicht. Wir haben das echt lange versucht und irgendwann habe ich gesagt, du, sorry, ey, da muss er jetzt dran glauben. Ja, schnippschnapp. Und dann gab es eine Kastration und dann war Henry wieder ansprechbar. Henry war das, dann hatte ich den Ben, das war auch ein Jack Russell Terrier. Ich hatte zwei Fox Terrier. Witzigerweise relativ zeitnah hintereinander im Welpenkurs, die im Welpenkurs schon angefangen haben damit und im Junghundekurs eigentlich nichts anderes gemacht haben, als andere Hunde besteigen. Also das ist sehr selten, aber das gibt es. So, meiner Erfahrung nach sind Terrier doch sehr, sehr sexuelle Hunde. Vor allem, weil die, ja, sind dabei auch noch so dickköpfig. Ne? Vielleicht fällt das deshalb mehr auf. Also es ist nicht ungewöhnlich, mal einen sehr sexuellen Hund zu haben. Es gibt auch Labirüden, die sind da sehr, sehr stark in dem Thema. Der eine bildet mehr, der andere weniger Testosteron, der eine hat mehr, der andere weniger gute Erfahrungen damit gemacht. Rüden, die aus einem Wurf kommen, der mit vielen Rüden bestückt ist, sind eher durchsetzungsstark und können tatsächlich auch sehr, sehr hormongeladen sein, also richtige Testosteronbomber sein. Zu all diesen Themen hatten wir schon Videos. Also ist erstmal nicht so schlimm, wenn euer Hund zumindest einen gewissen Zeitraum in seiner Entwicklung häufig geil ist. Häufig rattig ist. Das ist nicht tragisch. Stellen wir uns also die Frage, an welchem Punkt ist es zu viel? Also wo müssen wir die Grenze ziehen? Da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wir wollen einfach mal drei Punkte rausgreifen, wo ich sage, dann wird es wirklich langsam schwierig. Das allererste ist, wenn euer Hund wirklich, ich sag mal, ohne Lernerfolg, ohne sichtlichen Erfolg, andere Hunde dauerhaft belästigt, dann könnte das der Fall sein, dass man sagt, ey, das ist einfach nicht cool. Ja, also ich rede in so einem Zeitraum von so, das kann mit 6, 7, 8 Monaten bei kleinen Hunden anfangen und geht hoch so bis 2 Jahren. Wenn der wirklich andere Hunde massiv belästigt und zwar nicht nur immer mal einen oder so, sondern wirklich auf nahezu jeden Hund gleich reagiert. Wenn es Hündinnen sind, wird gleich hinten geschnüffelt draufgeklettert. Wenn es kastrierte Rüden sind, wird geschnüffelt draufgeklettert. Und wenn es andere Rüden sind, dann wird sich im Zweifel gefetzt. Das ist ein Zeichen dafür, dass Testosteron gerade ein ganz großes Thema ist für euch, ja, oder euren Hund in dem Fall. Das wäre so ein Punkt, wo ich auf jeden Fall sagen würde, da sollten die Alarmglocken angehen, da sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Erzieherisch ist das ganz, ganz häufig noch in den Griff zu kriegen. Solche Hunde habe ich ganz oft, ja, also von denen ich gerade gesprochen habe, habe ich ganz oft und da muss man sich halt einfach klar und deutlich durchsetzen. Und im Zweifel ist das halt nicht so,
Ja, ist das nicht mit Leckerchen getan. Man muss dann den zurückholen, unterbinden, immer und immer wieder. Man muss einfach mal ein Vierteljahr kämpfen mit der Thematik oder ein halbes und gucken, ob sich was bessert. Ändert sich aber nichts, dann haben wir da schon mal einen Punkt, wo ich sage, das könnte ein Indikator sein für, der ist zu häufig zu geil. Punkt 2 ist, wenn euer Hund aufgrund von Gerüchen anderer Hunde sehr, sehr, sehr schlecht frisst oder wirklich auch tagelang nichts frisst. Wenn er eine läufige Hündin gerochen hat, mal einen Tag oder so nichts zu essen, ist nicht ungewöhnlich. Das gibt es häufiger, aber auch das ist natürlich schon so ein kleines Ausrufzeichen. Aber wenn euer Hund 3 Tage nichts frisst, nur weil die Nachbarshündin läufig ist, obwohl er die gar nicht gesehen hat, dann reden wir auch von einem Punkt, wo wir sagen müssen, das ist vielleicht nicht gut, das ist nicht gesund. Ja, also wenn es wirklich zu Problemen, zu argen Problemen mit der Nahrungsaufnahme kommt oder wenn der euch 3 Tage lang durch die Bude rennt und heult und hechelt und ständig wirklich ausschachtet und richtig so richtig schäl reinguckt, wenn der Kontakt mit einer Hündin oder einer gar läufigen Hündin oder einer gut riechenden Hündin den so extrem lange aus der Bahn wirft, also alles über 2 Tage, würde ich sagen, ist nicht gut, dann sind wir auch da wieder an dem Punkt, wo ich sage, Ausrufezeichen. Und der dritte Punkt ist, wenn es zu, ja, wie sage ich das jetzt? Wenn es zu langen und zu häufigen Erektionen kommt. Also, dass euer Hund ausschachtet und eine Erektion kriegt, ist nicht tragisch. Das hatten wir menschliche Jungs auch. Das ist halt im Bus gesessen und dann kam das erste Mädchen, das du toll fandst, dann hast du schnell deinen Rucksack auf den Schoß genommen. Ja, also das ist nicht ungewöhnlich, das gehört dazu, das ist auch nicht schlimm, aber wenn er das am Tag mehrfach hat und wenn das länger als 10 Minuten anhält, würde ich sagen, sind wir auch da in einem Bereich, das kann nicht gut sein, das kann nicht gesund sein. Das sind jetzt natürlich alles nur so Indikatoren, da muss man selbst ein Gefühl dafür entwickeln. Im Zweifel redet bitte mit eurem Hundetrainer oder eurer Hundeschule oder aber auch mit eurem Tierarzt, holt euch gerne auch von beiden die Meinung ab, ja? Oder fragt Bekannte oder so. Also es gibt da unterschiedliche Meinungen. Ich bin an diesen 3 Punkten, habe ich immer so ein Ausrufezeichen. Da sage ich immer, okay, pass auf, wir gucken uns das mal noch 1 oder 2 Monate an und wenn es dann nicht besser wird, dann müssen wir uns Gedanken machen. 4. Punkt könnte sein, wenn euer Hund wirklich draußen null, aber wirklich null ansprechbar ist. Null. Also nicht mit, er macht keinen Sitz für Leckerchen, sondern ihr habt es versucht mit Durchsetzen, mit klarer Kommunikation, mit Struktur und mit hier und mit da, mit den besten Leckerchen und zu Hause hat er schon nichts zu fressen gekriegt und so weiter und so fort. Wenn der dann trotzdem null ansprechbar ist, so wie der Linus, ja, wie der Linus es war, als er bei uns war, dann kann das auch ein 4. Indikator sein, auf den ich achten würde. Aber bei all diesen Geschichten, bevor jetzt unser nächster Schritt kommt, haben wir auf jeden Fall, finde ich, die Verpflichtung, das eine gewisse Zeit lang zu versuchen. Und das heißt nicht 2 Wochen lang mal ein bisschen mit Leckerchen wedeln, sondern dann kriegt er zu Hause nichts zu essen, damit er draußen wieder was frisst. Dann versuche ich einfach mal zu gucken, dass er aus diesem Hormonstau rauskommt, beschäftige ihn mehr oder. Das können ja 1000 Dinge sein, die einem da einfallen. Aber man sollte schon so fair sein und sagen, ich gucke mir das mal ein Vierteljahr an. Oder vielleicht auch 4 oder 5 oder 6 Monate. Und wenn es dann gar nicht geht, dann ist der nächste Schritt tatsächlich im Zweifel sogar notwendig. Und jetzt müssen wir einen ganz kurzen Bogen spannen zu einem anderen Video. Ganz viele von euch schreiben mich immer an, ja, ich finde das gut, dass du gegen Kastration bist und so. Das ist nicht richtig. Ich bin nicht pauschal gegen Kastration. Aber ich bin gegen pauschale Kastrationen. Das ist ein großer, großer Unterschied. Also es gibt ein paar wenige Hunde, wo ich gesagt habe, du pass auf, Henry ist ein gutes Beispiel. Henry war ein Terrier vor 2 Jahren, jetzt bei uns, müsste jetzt 2,5, 3 sein. Und da habe ich gesagt, du, wir versuchen das eine Zeit lang und mach mal so und mach mal so. Und der Besitzer hat das gut umgesetzt. Aber das war einfach, der Henry hat im Kurs einen Hund gesehen, auf den er spitz war. Dann war der 1 Stunde lang null kooperationsbereit und hat nicht mitgemacht und war nicht ansprechbar. Und sobald er konnte, ist er da hingerannt und hat den gleich versucht zu vergewaltigen. Wirklich. Also ich meine das todernst. Genau so war das. Der hat nicht erst geschnüffelt und Spielaufforderung gemacht. Der ist gleich quasi so darauf zu und hat ihn versucht. Ne? So. Und das war ein Rüde übrigens, muss ich auch noch dazu sagen. Habe ich also da eine gewisse Zeit lang geübt und dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo man sagen muss, du, vielleicht gibt es hier keine andere Alternative. Bei Linus war auch das. Linus war, ich glaube, ich hätte das vielleicht sogar noch hingekriegt, aber wir wollten Linus vermitteln und selbst mir ist es ultra schwer gefallen. Und dann haben wir gesagt, du, pass auf, dann gibt es der nächste Schritt, ist eine chemische Kastration, dann gibt es halt einfach mal einen Chip. So, das ist etwas, was ja reversibel ist. Ich kann ja sagen, okay, hat
nichts geändert oder hat andere Effekte gehabt. Ich kann den Chip auslaufen lassen, dann ist alles wieder gut. Und das sollte auch das Ziel sein. Also man muss nicht unbedingt immer direkt gleich rabiat, zack, Eier ab, sondern es gibt ja auch noch diesen Zwischenschritt der Kastration über den Chip. Ich bin nicht gegen Kastration. Ich bin nur gegen pauschale Kastration, die vor allem häufig in Tierschutzverträgen stehen, wo sie, ja, der muss bis zu einem Jahr kastriert sein. Das ist total unnötig und nicht richtig. Und ich bin gegen Kastration, die, ich sag mal, ja, es einfacher machen soll, zur Verhaltensänderung. Ne? Das ist so ganz häufig, dass ganz viele sagen, ja, wir haben ihn kastrieren lassen, damit er gar nicht erst so sexuell wird. Ja, aber das ist wie zu sagen, ich habe mir mal das Bein abgeschnitten, damit ich kein Raucherbein kriege. Vorsichtshalber. Also nicht, dass ich jetzt rauchen würde, aber ihr versteht, was ich meine. Also wenn es soweit ist und der Fall eingetreten ist, dann kann ich ja immer noch, dann habe ich immer noch Optionen, dann kann ich immer noch handeln. Aber etwas zu tun, um eine potenzielle Möglichkeit auszuschließen. Ja, ich habe ihn kastriert, damit er keinen Hodenkrebs kriegt. Ja, aber dann kannst du ihm auch die Beine abschneiden, damit er sich die Beine nicht bricht. Also, ne, das... Gegen diese Kastration bin ich. In dem Fall, den wir hier heute besprechen, bei einem Rüden, der wirklich, ich habe da jetzt 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate richtig gearbeitet, von mir aus mit der Hundeschule zusammen, mit dem Trainer, mit dem Tierarzt, und es geht einfach null. Null voran. Der ignoriert mich draußen, der jault den ganzen Tag, wenn er eine Hündin gesehen hat, oder frisst tagelang nichts. Ich kann jede Rippe spüren und sehen, und dann ist etwas nicht gut mit eurem Hund. Dann ist das einfach nicht gesund. Dann ist diese Portion Testosteron in dem Körper einfach nicht gesund. Und da muss man einfach sagen, okay, dann machen wir jetzt mal einen Zwischenschritt. Und bei den meisten Hunden reicht das, wenn man ein- oder zweimal einen Chip gesetzt hat. Da muss man keine dauerhafte Kastration im Zweifel vornehmen. Beim Rüden ist die Kastration ja auch nicht ganz so tragisch wie bei einer Hündin. Aber das wäre so der Punkt, wo ich sagen würde, da muss man dann handeln. Oder sollte man dann darüber zumindest ernsthaft nachdenken zu handeln. Ja. Manchmal ist es so, dass du einfach ja, diesen einen Sexbügel kriegst unter den 100 Hunden, und dann hast du es einfach schwer, und gegen diese Hormone kannst du einfach nichts machen. Du bist so machtlos. Wenn das zu viele Hormone sind, bist du machtlos. Das ist wie eine Droge. Ne? Also es ist wie Glücksspiel, wenn dann die Endorphine den Körper durchfluten, weil sie dann doch mal was gewonnen haben. Und beim Sexualtrieb ist das alles noch viel intensiver. Das ist immerhin der einer der wichtigsten Triebe, der Fortpflanzungstrieb. Ne? Also manchmal ist es einfach schwer. Wenn ihr so einen echt dauergeilen Sack da habt, dann schaut, dass ihr wirklich straight arbeitet, dass ihr versucht, gewisse Dinge zu machen. Denkt darüber nach, mehr Auslastung reinzubringen. Zu Hause gibt es nichts mehr zu essen. Es gibt das nur noch draußen für Arbeit. Versucht, wenn er ein Problem mit Futter hat, versucht mit richtig guten Sachen aufzufüllen. Mit Thunfisch, mit Kartoffeln, mit Reis, mit Quark, dass der ne, Kraft kriegt. Gebt eurem Hund aber, seid immer fair, und gebt eurem Hund aber wirklich die Chance, sich zu entwickeln und erzieherisch zu wachsen. Und da müsst ihr aber richtig kämpfen und richtig ackern. Das ist nichts Einfaches. Wer dazu mehr wissen will oder wer dazu Tipps haben will, der kann mal gucken, das TGH Hund ist ständig abgelenkt. Das geht so in die ähnliche Richtung. Nicht in jeder Hundeschule werdet ihr mit einem Hund, der, ja, ich sag mal, zumindest leicht überdurchschnittlich sexuell ist, gut zur Rande kommen. Das kriegt einfach nicht jeder hin. Das ist nicht böse gemeint, da will ich jetzt nicht meine Kollegen schelten oder so, aber da muss ich halt einfach straight arbeiten, und das ist nicht für jeden so einfach. Ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen. Ne? Blödes Video, aber geht nicht anders. Ich bin raus für heute. Tschüss.